Du hast 10 Sekunden Zeit. Alles um den Decks. Rein in den Sack. Rein in den Sack. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, warte. Falscher Kanal. Liebe Freunde, es ist Zeit, die Koffer zu packen. Berlin. 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 Riecht gut. Dich daneben. So, Freunde, angekommen beim... Freund, ja? Was geht, Leute? Ja, guck mal, Leute, der Hai ist jetzt auch Vlogger, also check die Infokarte. Hast du im Vlog letztens gesehen, du sagst so, ja, Depp mit rechts, ich Depp mit links. Ich habe eine Mission. Ich werde den Hai jetzt nämlich bis in den Himmel, bis zum Jupiter und wieder zurückfuhlen. Mit Ansage. Hast du das gehört im Crossover-Vlog? Das Ding ist, Bro, wenn du mich nicht fuhlst, ne, dann verlust du meinen Leuten ein Shadow-Deck, wovon du Nein. nur ein Stück hast. Nocturne-Deck. Also wenn ich es schaffe, wenn du nicht gefuhlt bist davon, dann verlose ich an Heist Community ein Nocturne-Deck. Kuss. Und ich lege noch einen drauf, an meine Community verlose ich dann auch ein Nocturne-Deck. Auf Ehre macht Auf er. Auf Leckerschmecker-Ehre. Okay. Diese andere Ehre. Okay. Willst du auch einmal mischen, abheben, whatever? Oder vertraust du mir blind? Jo, ich misch auch mal. Ah ja! Kurz. Okay. Vertrau dir auf gar keinen Fall, Digga. Ja, okay, dann nicht. Bring's einfach ein bisschen durcheinander, das Ganze. Aha! Er macht diesen! Schon ja? Verstanden. Okay, bist happy? Okay, jo. Du wählst jetzt bitte erstmal, ich darf das ruhig sehen, das ist kein Problem. Du wählst jetzt bitte erstmal eine schwarze Karte. Okay? Ja? Und du darfst auch, wenn du möchtest, sie irgendwo wieder zurückschieben. An irgendeine Stelle. Okay, merk dir die schwarze Karte. Ja. Normalerweise machen wir es mit 2 Zuschauern. Und du wählst dir eine rote bzw. grüne Karte aus. Egal welche du möchtest. Okay, auch die schaust du dir an. Ja. Vergiss sie nicht. Herz 8, nächste Lieblingskarte. Okay, und auch die schiebst du irgendwo zurück ins Kartenspiel. Okay? Ja. Und wenn du möchtest, kannst du nochmal mischen. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, Freunde, Alter. Ich bin so lost. Du hast 2 Karten gewählt, eine schwarze und eine rote. Du hast beide im Kopf und du mischst die Karten selbst. Okay? Ja. Oh mein Gott, ich hab das Platz, ey. Digga, das ist der Fool des Jahrtausends. Okay, bist happy? Ja. Alright. Wie er lacht, Alter. Okay. Wie er lacht. Okay. Pass auf, ich nehm die Karten hinter den Rücken, okay? Ja. Ich muss nur eine kleine Sache machen. Ja. Und wenn das jetzt klappt, Digga. Ja. Es sieht so aus, als würde er scheißen müssen, Alter. Weißt du, was ich gerade hinter meinem Rücken gemacht habe, Bro? Nee. Ich habe alle Karten sortiert. In den schwarzen Karten. Eine rote dabei, die Herz 8. Und bei den roten Karten ist eine schwarze dabei, die Kreuz 9. Waren das deine beiden Karten? Yo! Jetzt sag mal ehrlich, hat dich das gefühlt? Ich glaube nicht. Nee, wieso? Was glaubst du, wie es geht? Weil das ist Stripper-Deck. Ja! Oh Gott, was zu leben, Digga! Kuss! Ein Nocturne-Deck für unsere Community und ein Nocturne-Deck für euch. I got you guys. Kurze Frage, Bro. Hast du schon beim Mischen gemerkt und beim Abheben? Oder nee. Nur durch die Methode jetzt? Ich habe mir einfach deine Lecture angeschaut. Nee, tatsächlich nicht, aber mit die Methode, ja. Sagt mir was. Ja, der Christian hat mir handgemacht ein Stripper-Deck daraus gemacht mit den Worten, ey, damit fuhrst du den Hai. Also, an der Stelle, Verdammt. Christian, maybe next time. Maybe next time you are also the winning team. Verdammt, maybe next time. Verdammt. Okay, also alles, was ihr tun müsst, um das Nocturne-Deck zu gewinnen, ist mir auf Instagram zu folgen. Unter allen Followern. Ich glaube, das geht über diesen Picker da. Das ist schade. Ich wollte erstmal Cut to the Aces machen, aber dann dachte ich, das ist zu obvious. Dann habe ich überlegt, einen Triumph zu machen. Aber das ist so ein Genius. Also das Ding ist, hätte ich nicht gewusst, wegen Stripper, dann wäre ich RIP. Also ja, hätte ich keine Ahnung gehabt. Schade. Aber trotzdem, ich dachte, nice, Bro. Weißt du, ich wollte erstmal einen Triumph machen und dachte mir so, okay. Du nimmst jetzt mal, keine Ahnung, die beiden roten Damen, okay? Und dann schiebst du die in das Deck hinein, an 2 verschiedene Stellen. Und was ich dann mache, ist, ich misch die Karten falsch rum ineinander. Einen auf diesen, weißt du? So.
Aber das Ding ist, bei einem Triumph, da passieren so viele Moves, dass dich das nicht gefühlt hat, aber es sieht dann aus wie ein normaler Triumph. Weißt du, was ich meine? So, du siehst halt wirklich, dass die ineinander gemischt sind, ne? Das hättest auch du jetzt machen können. Und wir machen noch mehr Chaos. Wir mischen die ineinander. Und wir machen noch mehr Chaos. Wir drehen das um und mischen es nochmal kreuz und quer ineinander. Mhm. Okay, so auf ultimativer Basis. Und machen hier das absolute Chaos. So, zack. Und jetzt ist das Verrückte, dass alle Karten wieder in eine Richtung schauen, außer zwei Stück. Damn. So. Ich glaube, das hätte dich noch weniger gefühlt. Oder hätte dich das mehr gefühlt? Sag nicht, das hätte dich gefühlt, wenn du... Nee, weil ich wusste ja, dass da was mit dem Stripper zu tun hat. Woher wusstest du denn? Ja, hättest... Das Ding ist, das ist hinter deinem Rücken. Das hat ich... Mist, hätte ich doch den Triumph machen sollen. Philo, du hattest recht. Ich hätte den Triumph machen sollen. Oh, ja, okay. Maybe next time you will be in the winning team. Maybe next time you are also the winning team. Freunde, Hai hatte gerade so die Idee, ey Matti, du machst einen Cascade über meiner Cascade. Und jetzt sitze ich hier seit gefühlt 5 Minuten in Cascade-Position und warte, bis Hai sein Pharaoh. Jetzt habe ich den bekommen. Sagst du jetzt 5 Minuten lang? Ich so, Bro, du bist 6 Jahre in Tocardistry und Magic, kannst du mir noch keinen Pharaoh schaffen? Hey, moin, Digga. Okay. So, und was war jetzt deine Idee? Guck mal. Also, lass mal aufstehen. Ja, und jetzt? Also, guck mal, jetzt stell dir vor. Also, guck mal, bei mir läuft das. So, und halt auch bei dem geht's dann, wenn sobald das Sack getroffen ist, fängst du dir weiter. Das mit Kameraführung, glaube ich, würde richtig geil aussehen. Ja, mit einer Kamerafahrt. Ja, Klaus aber auf deine Hände, dann runter mit der Cascade zusammen, dann weiter runter und dann meine. Ja, das ja. Ja. Das würde ich fühlen, aber nicht so miteinander zeitgleich so mega. Nein, nicht zeitgleich. Ah, ja, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, das ist gut. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Der Mann hat auf jeden Fall gesuchtet. Der übt jetzt legit seit 2 Stunden diesen einen Move und macht nichts anderes. Das ist absolut richtig. Und das habe ich jetzt die letzten 4 Tage so gemacht. Ich habe jetzt 4 Tage lang einfach nur diesen Move gemacht. 2 Uhr nachts. So, okay, 2 Uhr, nice, jetzt schlafen gehen. Bin im Endeffekt immer um 4 oder um 5 schlafen gegangen, weil ich 2-3 Stunden lang einfach noch da saß, an meinem Schreibtisch saß. So, und dann die Karten über dem Schreibtisch, dass wenn sie runterfallen, ja, dass sie dann nicht so endlos weit wegfallen. Und da habe ich einfach 2-3 Stunden lang diese Kacke hier gemacht. Wir haben gerade einfach spontan die nächsten 5 Jahre Somnium-Zukunft so mal eben so durchgesprochen. So, ey, hi, wie wäre es eigentlich mit? Oh, wie wäre es eigentlich mit? Ach, übrigens. Ach ja, wie wäre es mit? So, wir haben gerade einfach so die nächsten 4 bis 5 Jahre komplett durchgeplant. So wirklich alle Editionen, die dann kommen. Schon alle Namen, alle Themen, die es dann geben wird und so weiter. Also diese Abendtalks mit den Karten in der Hand. Das sind die kostbarsten Freunde. Das sind die allerwichtigsten, Mann. Boah, das war die Traumperformance. Ja, der Hai hat sich jetzt wirklich gedacht, er schmeißt einen Insta-Livestream an, ne? Mit Ansage, ich sag 30. 30? Ich sag 60. Ich sag 30. Safe 60 Leute. Wenn jetzt 60 Leute sind, mach ich spontan Giveaway. Ja, dann verlost er spontan Nocturne Decker in meine Community. Vor allem hier einfach mega die wichtigen Mails. Zweiter Tag. Der nächste Morgen. Guten Morgen, liebe Freunde. Ich komme gerade aus der Dusche. Digga, ohne Witz. Ich starte gerade die Kamera, will gerade ihm sagen so, Hai ist gerade Brötchen holen, wir pranken den jetzt und erschrecken den. In dem Moment kommt er einfach rein. Nee, ey Leute, der Hai, ich will jetzt nicht zu viel von seiner Roomtour vorwegnehmen, das seht ihr dann auf seinem Kanal, aber der hat so eine, wie nennt man das, Regendusche, Regenwalddusche, irgendwie sowas? Begehbare Dusche und... Ja, es geht mir um das von oben. Mit Wasserfall... Wasserfalldusche? Okay. Irgendwie so, warte, ich zeig euch mal kurz diesen Duschkopf, Digga. Bruder, das ist einfach... Hai, ich schwör dir, ich kann mich nicht daran erinnern, wann mich das letzte Mal jemand oder etwas so zärtlich berührt hat. Ich sag so, Bro, viel Spaß in der Dusche. Und er so, hä? So, trust me. Ja, ich stell mich das hin, ich mach das so an und bin so... Ich bin einfach geschmolzen. Ich war einfach Butter. Hammer Dusche, Mann, ey. Der Hai und ich haben vor, so ein kleines Battle of the Somnium Bros mal wieder zu machen. Und ich habe euch auf Instagram gebeten, mir doch bitte Fragen oder beziehungsweise Challenges einzuschicken. Mal gucken, was ihr so eingeschickt habt. Alle ansehen. Riffle-Fan. Wer kann den biggeren Riffle-Fan? Gegenseitig einen Riffle-Fan machen. Das war ich mit meinem 3x3 Fan.
Der Heido guckt einfach so in seinen Rucksack. Freunde, dieser Rucksack hier, das war jetzt 7 Jahre alt. Und ich weiß nicht, wie da jetzt ein Sucker Punch Pokership da reinkam, wenn es 7 Jahre alt ist. Ich hab's nie benutzt. Oh no, voll. Freunde, jetzt geht es auf in den Wald. Zum Mini-Ort-Trailer. Abfahrt! Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Hör auf jetzt. Wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin. Die Frage sollte erlauten, wer ich einmal war, wer ich einmal war. Ich war ein Junge, der immer geträumt hat, geträumt hat. Ja? Genau so. Weil ich die Magie bin. Nein, cool. Freunde. Endzone ist ein sehr, sehr schönes Video geworden. Checkt das aus. Also wir sind in unserer Lokation angekommen, an der gedreht wird. Sieht schon so ein bisschen nach Eden aus. Ich glaube, ich bin ganz gut getarnt hier, outfit-technisch. Hi, irgendwie nicht. Sieht aus wie so ein asiatischer Tourist mit seiner Kamera. Camo. Camo vielleicht. Nein, hier, Sommer ist immer am Start, Freunde. Einfach beide so Kamera voll in die Fresse. So doch, von da. Der Ruf von da. Wir gehen jetzt mitten durch den Wald. Nicht durch. Weißt du, wie viele Zecken da drin sind? Willst du einfach sterben? Willst du 100% Anteil an mir geben, wenn du stirbst durch Zecken? Flo ruft an, um zu sagen, dass ich meine Fresse halten soll. Wir wollen drehen im Wald und du redest von Zecken. Wir drehen den ganzen Trailer im Wald. Du hast langärmelige Klamotten an. Da ist er, der einzig wahre. Vlog, Vlog, Vlogception. Mexican Standoff. Gar nicht überbelichtet oder so. Komplett überbelichtet, Blende, weil ich gerade auch Auto gemacht habe. Ja, Sony Action ist gute Action. Ey, du hast ja auch ein OnePlus 7T Pro. Ja, das Beste. Ja, selbstverständlich. Mensch, nochmal. Also ich habe ein iPhone. Ach, du hast keine Ahnung. Das sind alle sealed, alle Somnium Decks, die je rausgebracht haben, noch verschlossen. Und das übergebe ich als ehrenvoll an den Flo. Den Maestro, der Ritterschlag. Richtig. Danke. Oh mein Gott. Mäßig. Hi, der du bist im Himmel. Flo, wenn du wüsstest, wie viele Leute gerade zu Hause vor ihren Bildschirmen sitzen und so richtig, nein. Flo, kannst du mir verraten, was es soll? Wer jetzt, was soll das? Ein auf Zeitreisen. Der versucht sich auszurichten. Dritter Tag. Guten Morgen, ihr Säcke. Der Heido macht Frühstück. Mensch, das sieht ja gut aus. Eier. Wie viele Eier hast du? Ich habe 3 Eier. Ich habe auch 3 Eier, finde ich, benutzt. Aber jetzt, ich meine, im Frühstück jetzt. Da. Ich mein, da drin, da sind 3 Eier drin. Achso, da auch. Okay. Ja, nochmal. Digga. Brot, das sieht ja köstlich schmöchtlich. Ja, der. Also Leute, eins in den Chat, wer jetzt neidisch ist. Nee, warte mal, ist gerade nicht Twitch hier. Okay. Das ist ja köstlich. Das sieht auch köstlich aus. Ey, du frankst mich jetzt aber nicht, oder? Hast du irgendwie Gift bei mir mit reingebracht? Ich kipp gleich tot um. Hast du mich geschaut? Jetzt braucht man natürlich einen Geschmackstest. Ich kann euch das ja nicht einfach zeigen, ohne dass ihr gesehen habt, ob es auch wirklich schmeckt. Ist aber Gift drin. Ja, 3 Eier à la Hai, Digga. Alter, schmeckt das gut. Muss terminieren. Muss terminieren. Das muss. Der heißt Bobby übrigens. Bobby heißt der? Ja. Warum denn Bobby? Warum nicht Paper? Wieder Heido ein Stativ aufbaut. Man muss den Wasserwaage, muss man. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so kompliziert ein Stativ aufbaut. Ey! Was machst du denn? Die Wasserwaage. Guck mal seine Körperhaltung. Der sieht durch die Kamera nicht so witzig aus wie in Real Life. Muss richtig gerade sein, weißt du? Freunde, ich wach heute Morgen so auf, bin einfach in der Endzone. Die ganze Zeit Ohrwurm. Dan, 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 dan. Ja, mach ich schon. Bist du auch in der Endzone-Hype? Ich bin jetzt schon so weit, dass ich in der Friendzone bin. In einer Welt, in der Magie existiert. Ist schon da. Ich komme aus der Zukunft. Freunde, es ist Samstagabend. Wir haben Infovideos gedreht. Das hier ist das Infovideo für meinen Channel. Das rendert gerade. Mein Laptop ist ultra langsam. Der braucht hier über eine Stunde. Am PC hätte das in 10 Minuten gerendert. Ja, moin. Und der Hai ist gerade nebenan und schneidet das Unboxing-Video, das ihr auf seinem Kanal gesehen habt. Da haben wir euch ja alle 56 Eden-Faces gezeigt. Oh. Er zückt einfach eine Knarre, aber Digga. Ich hab eine Katana, Bruder. Warum besitzt du eine Katana?
Das ist gruselig, Digga. Guck mal, wie big die einfach ist, Alter. Das ist, das ist der Katana von, wie heißt der, von One Piece? Zorro? Zorro, von aus One Piece. Aha! Ende! Ohne Knarre hat die auch, der heißt einfach Waffen von der Decke. Software, Freunde, alles. Aha, alles und auch alles legal, Freunde, ganz wichtig. Ja, ich wollte dich einfach ein bisschen ärgern beim Video schon mit hier. Hat's geklappt? Ich fühle mich jetzt sowas von geärgert. Matti, hey, hör auf, ich fühle mich geärgert. Na gut, ich lasse dich mal in Ruhe weiter schneiden. Yo, ich bin jetzt bei 13. Minute. 13? Wie lange wird's am Ende? Ich schätze mal 14, 15 auf jeden Fall. Ja, dann bist du ja fast fertig. Ja, fett. Ja. Yes! Ja, Freunde, time to say goodbye. Es wird Zeit, tschüss zu sagen. Richtig. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst dieses Video nicht Genau. Vergesst dieses Video einen. Ach, Digga! Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Genau das gleiche bei dir. Küss bitte nicht seinen Nasenlöcher. Okay. Gut. Tschüss, hi. Hier auf Corona-Basis. Okay. Without you, my friend. I will tell you all about it when I kiss you. Was? Ende. Maybe next time. Maybe next time. Maybe next time you are also the winning team.